Ja, hallo Leute. Kaum habe ich das erste News-Video hochgeladen, kommen natürlich weitere Neuigkeiten, die dann nicht im Video zu finden waren. Und das würde ich jetzt mit diesem kleinen News-Video eben nachholen wollen. Und zwar haben wir jetzt ein paar mehr Informationen, beziehungsweise kann man jetzt die Spirit Charmer-Figuren vorbestellen. Die hatte ich schon mal vor einigen Wochen in irgendeinem Video erwähnt. Da hatte mich auch ein Zuschauer nachgefragt in den Kommentaren, ob ich denn halt wüsste, wo man die vorbestellen kann und wo die rauskommen. Ich wusste halt nur, dass es jetzt bei der Firma Kotobukiya oder wie man es ausspricht, hergestellt werden. Die haben auch schon das eine oder andere dunkle Magiermädchen gemacht, haben eine sehr gute Qualität und sind eigentlich auch relativ günstig. Und ja, jetzt haben sie endlich, wie damals schon auf der Yu-Gi-Oh!-Seite, hatte man ja die Spirit Charmers hier einmal schon gezeigt in der groben, nicht bemalten Version. Und jetzt haben wir hier quasi schon die ersten zwei in der bemalten Version. Das hängt damit zusammen, weil zuerst Eria und dann Hita rauskommen dieses Jahr und nächstes Jahr kommt dann halt Vin und Ahusa raus. Und ja, das ist auch eindeutig ein Bild, was man, also wo man die Vorlage hatte von der Karte Erwachen der Besessenen. Ja, also hier hat man wirklich eins zu eins die Pose nachgemacht, beziehungsweise die vier Spirit Charmers halt. Das Bild quasi kann man damit vervollständigen, wenn man alle vier Figuren holt. Aber wir gucken uns da gleich mal ein bisschen genauer die Details an, was da so gemacht wurde, wie nah dran es an dem Original ist, wie gut die getroffen sind. Und da kann ich jetzt schon sagen, ja, man sieht es ja auch hier schon so auf den ersten Bildern, dass es wirklich von der Pose her ja sehr gut getroffen ist. Man kann auch mal so ein bisschen auf die Haare schauen. Ja, also da hat man sich wirklich akribisch an dem Artwork dieser Karte orientiert. Ja, seien es die kleinen Details von dem Stab, die Haare hatte ich gerade angesprochen oder auch diese Spruchbänder oder was das sein soll, ja, die sind auch hier vorhanden. Also detailtechnisch gibt es hier absolut nichts zu meckern. Und guck mal ein bisschen weiter, hat man die auch noch so leicht gedreht. Also da ist man wirklich sehr nah an der Vorlage geblieben. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Also da, hier hat man es nochmal ein Groß, kann man auch nochmal ein bisschen vergleichen. Auch mit den Details nochmal. Also da hat man sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ja, das ist eine Figur, da hatte ich auch schon gesagt, die Eria, das ist so von den Spirit Charmers so mein Favorite, die ich mir dann auch heute vorbestellt habe. Da komme ich gleich noch zu der Vorbestellsache. Wir gucken erst nochmal so ein bisschen die bereitgestellten Produktbilder an. Ja, also das ist wirklich eine gelungene Sache. Die Hiita. Also hier steht auf der Seite, kommt im Januar raus und hier bei Eria steht im Dezember. Da bin ich sehr froh, dass mein Favorite zuerst rauskommt. Ja, und auch hier sieht man die Pose quasi eins zu eins. Nur der Gesichtsausdruck ist ein bisschen aggressiver hier. Hier guckt sie ein bisschen entspannter und cooler und hier etwas, naja, gereizter, sage ich mal. Ja, auch hier qualitativ, detailmäßig alles wieder auf sehr hohem Niveau. Ja, also wer hier mehr für ITA ist, bekommt ja auch wirklich eine tolle Figur geliefert. Also da gibt es absolut nichts zu meckern. Das sieht wirklich fantastisch aus, alles. Genau, diese zwei Sachen, diese zwei Figuren kann man sich also demnächst vorbestellen. Ich kann euch jetzt keine Seite dazu nennen, weil ich mir das bei meinem Comicbuchhändler vorbestellt habe. Ja, also wir haben hier um die Ecke einen ziemlich guten Comicbuchladen, der einfach an alles irgendwie rankommt. Ich habe heute spontan mal gefragt, wie es denn aussieht mit den Figuren und so weiter. Hat er gesagt, ja, Moment, kein Problem. Schaue ich nach. Ja, kann ich ranholen, vorbestellen. Und ja, da habe ich das gleich als Vorbestellung gemacht und braucht er jetzt nicht auf irgendwelchen Seiten schauen. Also auf der offiziellen Yu-Gi-Oh!-Seite gibt es wieder mal nichts, keine Links, keine weiteren Infos. Da gibt es noch nicht mal die farbigen Bilder. Deswegen müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr eingebt, einfach den Namen Eria, der Water Charmer, dann und Figur hinterher oder Figure, das englische Wort dafür. Dann kommen eigentlich ein ganz paar Seiten, wo man die vorbestellen kann. Dann müsst ihr nur preislich mal so ein bisschen schauen. Die liegt so im Bereich, also der Einkaufspreis war, ich glaube, 150 Euro und die unverbindliche Preisempfehlung lag dann bei 250 Euro ungefähr. Und ja, und zwischen diesen beiden Zahlen schwankt das so ein bisschen hin und her. Dann müsst ihr mal schauen, was ihr da für euch finden könnt, preislich. Also, so, ich denke mal, 200 Euro ist komplett in Ordnung. Es wundert mich trotzdem, weil das Magiermädchen, was ich von der Firma habe, die hat
neu bloß 70 Euro gekostet und war von der Größe her ähnlich. Also hier die Area ist zum Beispiel 27,5 cm groß und das Magiermädchen kommt da auch fast ran. Na gut, ein bisschen kleiner, das liegt aber an der Pose. Dass es dann gleich so viel teurer ist, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ja, wahrscheinlich ist es wieder alles teurer geworden. Wir kennen es ja inzwischen, diese Begründung immer. Und ja, aber ich denke, für die 200 Euro, das geht schon noch. Also das wäre jetzt etwas, wo ich mir sage, gut, ich muss jetzt nicht alle haben. Ja, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich jetzt wirklich alle Spirit Charmer holt, dann legt man da ja rund 1000 Euro hin oder Dollar, je nachdem. Das ist schon eine Hausnummer. Also wenn man wirklich dieses Artwork hier in seiner Vitrine halt nachstellen möchte mit den Figuren, wird das schon eine recht teure Angelegenheit. Deswegen beschränke ich mich auch wirklich bloß auf eine Figur. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht doch nochmal Hiita oder Win mit dazu nehme. Da muss ich erstmal schauen. Also momentan bin ich wirklich nur auf eine Figur aus. Und da stand übrigens noch da bei dem Comicbuchhändler, dass er die dann erst nächstes Jahr im März bekommt. Ob das jetzt der Release-Datum von der allerletzten Figur hier ist oder ob das wirklich das Release-Datum ist, wo wir es hier in Deutschland bekommen, das war jetzt nicht so ganz klar da rauszulesen. Das haben wir auch nicht rausfinden können. Mir war es nur wichtig, dass das erstmal bestellt, also vorbestellt wird. Und ja, dann muss ich mal schauen, wann ich die Figur tatsächlich erhalte. Würde ich natürlich auch ein Unboxing zu machen, logischerweise. Das ist ja wirklich ein sehr lohnenswertes Yu-Gi-Oh! Produkt, was man unbedingt mal vorstellen kann und sollte, weil einfach, ja, also wenn das wirklich wie auf den Bildern hier dann aussieht, weil es ist qualitativ echt fantastisch. Ja, also alles schön gleich mit dem Artwork übernommen, jedes Detail, also das lohnt sich dann schon, für mich zumindest. Also je nachdem, wenn man natürlich mit Figuren gar nichts anfangen kann, ja, es sind unterm Strich nur Staubfänger, ich weiß. Aber es würde sehr gut in meine Yu-Gi-Oh!-Vitrine passen. Und von daher wird es wohl dann auch, ja, auch nur bei der bleiben, weil ich dann auch sonst keinen Platz mehr habe. Genau, also wir haben uns Eri angeschaut, wir haben uns Hiita angeschaut, die auch zu unterschiedlichen Daten scheinbar rauskommen. Sie ist auch ein bisschen größer. Das liegt aber, denke ich mal, an dem Stab und dem Feuer, was hier noch so ein bisschen höher ist. Ansonsten die Figur an sich dürfte jetzt nicht viel größer sein als die restlichen Spirit Charmer. Genau, also wie gesagt, vorbestellen müsst ihr halt einfach mal googeln nach dem entsprechenden Namen. Habe ich schon einige Seiten gefunden, wo das geht. Ich habe aber bei keiner von denen bestellt und deswegen kann ich auch keine Empfehlung aussprechen. Weiß auch nicht, ob sich das da wirklich bei dem einen oder anderen lohnt. Aber wer mit diesen Figuren zu tun hat, beziehungsweise Interesse daran hat, der hat bestimmt schon so seine Quellen, seine Händler, wo er da mal nachhaken kann. Und ja, genau, wollte ich einfach mal erwähnt haben, dass ihr die jetzt vorbestellen könnt. Also zumindest diese beiden jetzt hier, Area und Hiita. Und ja, dann hätte ich noch eine kleine News zu den Yu-Gi-Oh! Manga. Ich hatte nämlich mal nachgefragt, ob Carlsen es plant, nach Band 13 weiterzumachen, weil es gäbe ja noch Yu-Gi-Oh! R und Yu-Gi-Oh! GX. Das hat ja der Hobbyliga, ist ein Zuschauer von mir, macht selber auch YouTube, hat auch einen guten eigenen Kanal, könnt ihr mal vorbeischauen. Der hat mir mal den Hinweis gegeben, dass es ja auch noch Yu-Gi-Oh! R gibt. Das ist ein ergänzender Manga zu ja quasi der ersten eigentlichen Geschichte, also zu den Manga, die es halt gibt. Und die GX, wie der Name schon sagt, ist dann halt einfach nochmal der GX-Anime als Manga. Das wurde in Japan halt, die Fans haben danach gefragt. Das war eine große Nachfrage und da hat man dann tatsächlich für diese Serie dann nochmal einen Manga gezeichnet. Und ich hatte bei Carlsen jetzt mal nachgefragt, ob denn die Möglichkeit besteht, ob da irgendwas in Aussicht schon ist, ob diese Manga vielleicht auch mal nach Deutschland kommen, übersetzt, weil es hätte ja den Vorteil, dass zum einen Yu-Gi-Oh! R eine sehr schöne Ergänzung wäre zu dem jetzt erscheinenden Massivband zu der Story. Ja, da gibt es ja so ein paar Side-Stories, sage ich mal, die dort behandelt werden. Und Yu-Gi-Oh! GX ist bei uns ja das Anime nie zu Ende gezeigt worden. Also vielleicht wurde das jetzt irgendwann mal nachgeholt, aber als es damals noch im Fernsehen lief, gab es auf jeden Fall nicht alle Folgen. Und ja, wenn dann der Yu-Gi-Oh! GX-Manga das endlich mal abschließen könnte, wäre das eine super Sache. Und also ich wäre sofort dabei, weil ja, die Manga haben mich bisher wirklich begeistert. Und ja, das hatte ich auf jeden Fall nachgefragt. Und ich habe jetzt Antwort bekommen, dass momentan nichts in der Richtung geplant ist. Also da ist jetzt nicht irgendwie demnächst schon was in der Pipe bei denen. Aber die können auch nichts weiter zu sagen zu den bisher unveröffentlichten Produkten, logischerweise. Ganz klar,
Es wurde aber angeblich an die Redaktion weitergegeben, dieser Vorschlag. Und ja, vielleicht hört man dann doch nochmal was davon. Also mich würde es sehr freuen, wenn man da auch diese bisher bei uns zumindest unveröffentlichten Manga nochmal bringt zu Yu-Gi-Oh! Ich weiß aber auch nicht, wie groß die Nachfrage jetzt wirklich ist. Ich weiß nicht, wie gut die Bände gehen. Also bei meinem sehr geschätzten Comicbuchhändler geht immer wieder mal ein Band weg. Also es wird gekauft. Wie das jetzt in größeren Städten und insgesamt auf Deutschland gesehen läuft, weiß ich nicht. Ich würde es mir aber wünschen, dass es erfolgreicher ist, ja, als man denkt. Weil ich hätte auch gern die anderen Manga noch dazu. Das wäre ganz cool. Da kann man auch wieder einiges, denke ich, von mitnehmen. Und ja, aber der aktuelle Stand ist, dass da nichts geplant ist. Der Vorschlag wurde an die Redaktion weitergereicht. Und ja, falls ich da nochmal irgendwie weitere Infos bekommen sollte, würde ich euch das dann auch wissen lassen. Genau, das war jetzt erstmal so ein kleines Update zu den Figuren, weil ich das schon mal angesprochen hatte. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was von mitnehmen konntet, dass ihr ja diese Infos, dass die euch auch gelegen kommen, dass ihr auch vielleicht schon drauf gewartet habt. Der eine oder andere hat es ja schon mal geschrieben. Und ja, also ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese beiden Figuren vorzubestellen. Qualitativ sehen sie wirklich fantastisch aus und ja, preislich müsst ihr halt abwägen, ob es euch was wert ist. Aber ich sag mal so, wer so ein bisschen mit den Figuren zu tun hat oder vielleicht sogar sammelt, der ist das, glaube ich, gewohnt preislich und ja, ist vielleicht für den einen oder anderen dann was dabei. Genau, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem spontanen Video und ich würde mich verabschieden und ja, dann hören wir uns spätestens Mittwoch wieder, es sei denn, es gibt zwischendurch wieder ein paar News oder sowas, dann hören wir uns auch eher wieder. Also bis dahin, macht's erstmal gut und ciao.